Nur die Vorsehung kann dir diesen Preis bescheren. Herzlich willkommen zurück bei The Witcher 2 Assassins of Kings. Es ist inzwischen 3 Tage her, 4 Tage her, es ist länger her, dass ich aufgenommen habe. Mich hat's voll erwischt. Hast du beim letzten Mal schon gesagt, dass ich ahne, dass ich krank werde. Und es hat mich tatsächlich erwischt. Ich war ziemlich krank. Husten, Schnupfen und so weiter und so fort. Ein bisschen Kopfschmerzen. Aber jetzt hat es sich wieder gelegt. Und dementsprechend bin ich ganz optimistisch, dass wir jetzt hier diese eine Aufnahme auf jeden Fall hinbekommen. Ich stelle mal ganz kurz meine Kopfhörer ein. So, denn ich spiele nach langer Zeit mal wieder mit Headset. Moment, Webcam an. Hallo, mit Webcam, mit Headset, wie gesagt hier. Mit meinen Razer-Kopfhörern. Es ist von der Klangqualität natürlich was anderes als mit diesen, Wir haben uns versündigt. Ja, ne? Also mit diesen Kopfhörern, ist logisch. Aber es ist halt vom Tragegefühl auch ein bisschen komplizierter. Aber ich möchte mich nach Möglichkeit daran gewöhnen, jetzt immer so Kopfhörer zu benutzen, hier ein Headset. Es ist von der Klangqualität natürlich deutlich besser. Ne? Und es ist isolierter. Ich höre nicht alles um mich rum, ich höre die Autos draußen nicht, ich höre nervigen Nachbarn nicht, die immer meinen, die Musik laut aufdrehen zu müssen. Daher ist es insgesamt ein bisschen angenehmer. Ich habe auch das hier, Schleichwerbung, Ricola. Also wenn ich huste, werde ich mir wahrscheinlich eins einwerfen, wundert euch nicht, wenn ich dann ein bisschen schmatze oder sowas. Gut, beim letzten Mal haben wir hier erfolgreich den Faustkampf gemacht. Wir haben noch eine Sondereinladung bekommen für abends oder sowas, das müssen wir noch machen. Das machen wir aber dann später. Die größte Neuerung übrigens, da kommt schon der erste Huster. Die größte Neuerung ist, dass wir tatsächlich, also dass ich tatsächlich einen Patch installiert habe, der das Abstürzen angeblich beseitigen soll. Ihr seht das rechts. Im Text steht, besiegt der Wettkämpfer mit AE. Ich gehe jetzt mal ganz kurz in die letzte Aufnahme rein. Da stand noch Wettkämpfer mit Ä. Angeblich liegt der Absturz nämlich daran, dass die Umlaute nicht richtig geladen werden können. Also Ä, Ö, Ü. Und das Ganze ist es ersetzt durch diesen Patch durch AE. Oder UE und Ö. UE. Oh mein Gott. Und dadurch ist dieser Absturz angeblich jetzt verhindert. Wir achten mal drauf, ob jetzt wirklich nicht mehr abstürzt. Wäre natürlich mega schön. Hallo Herzchen. Heißt die Herzchen? Herzchen. Okay, was macht ihr denn hier? Sehe ich recht? Der Hexer Gera. Worum geht's? Mein Cousin aus Vysima sagt, du seist ein ordentlicher Würfelspieler. Schon? Wenn es sich herumspricht, dass wir gute Spieler haben, kommen noch mehr gute Spieler. Und dann steigen die Einsätze. Wenn Einar Gausel käme oder Sigurta, das sind wahre Meister. Wie sieht es aus? Spielst du? Oh ja. Na klar. Wir spielen nur zum Spaß hier. Syndram allerdings hält sich für einen Meister. Ich spiele eben nicht mit jedem. Zeig du erstmal, was du drauf hast. Okay. Ich verstehe halt nicht genau, wie das funktioniert. Würfel, indem du den rechten Stick drückst. Vorsicht, mit zu viel Elan kullert die Würfel vom Spielbrett. Wähle mit A, was wähle mit dem linken Stick? Wähle die Würfel mit dem linken Stick aus, markiere die Würfel, die du noch einmal werfen möchtest mit X. Nicht wahr sein. Ich verliere immer beim Würfeln. Ja, ja. Polier in die Fresse! Spielen wir? Ja. Ist irgendwie nicht so mein Spiel. Nochmal. Der würfelt aber auch nur hohe Zahlen, ne? Und da komme ich hier mit meinen 3 und 1, ey. Nee. Würfel macht gar keinen Spaß. Furchtbar. Okay.
Steve. Tänzchen gefällig? Nee, danke. Suchst du Monster? Dann bist du hier richtig. Ist das so? Stehst zu Dienst. Meint er, dass er selber ein Monster ist, oder was? Finde ich jetzt nicht so. Hallo, Dison Bieberich. Oh, wir haben ein Lager. Verstehe ich das richtig? Dann können wir da jetzt quasi die ganzen Sachen zwischenlagern, die wir... Lager Geralt. Nee, Lager Geralt. Die Frage wäre, von wo aus wir überall... Verkauf nicht möglich. Was denn für Verkauf? Einlagern, abholen. Pass auf den linken Haken. Das ist schon Lager, ne? Da stand nämlich jetzt Verkauf nicht möglich. Ich glaube, die meint damit Einlager nicht möglich, ne? Weißt du, wie es ein Hexer mit einer Striege treibt? Nein, erzähl. Wo bin ich denn hier gelandet? Schon wieder? Fummelt rum, schön, dich zu sehen. Schlägt ein wie tot. Und sie steht in der Früh als Jungfrau auf. Das ist das Freudenhaus, oder? Grüß dich. Womit kann ich dienen, junger Mann? Ja, Loredo ist ja der, der Rittersporn letztlich dann doch vorm Hängen gerettet hat. Moment, so. Was hältst du vom Kommandanten? Loredo ist ein großartiger Mensch. Er kümmert sich um uns. Die Steuern sind nicht zu hoch. Wir sind alle zufrieden mit ihm als Faktoreivorsteher. Uns geht's bestens. Alles klar. Ausgezeichnet. Welch vorbildliche Bürgerin. Ich werde den Kommandanten informieren. Ach, wozu denn? Ich bin eine bescheidene Frau und weiß, was gut für mich ist. Loredo hat hier das Sagen und das ist richtig so. Okay. Nicht das, was ich erwartet hatte, tatsächlich. Nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Kleine Nummer? Ach, was? Was? Hätte ich wirklich? Gerade? Wie wär's? Guten Tag. Nee, danke. Ich will nur Informationen, Leute. Was ist hier los? Erst das Geld. Na klar. So okay, ich glaube, ich werde hier nicht glücklich, wenn ich nicht das will, oder? Okay. Alles klar. Hier hinten ist also das Freudenhaus, das süß. Mich wahrscheinlich nicht ganz so glücklich machen wird. So, schnell weg hier. Zack. Pass auf den linken Haken. Ja. Einlagern abholen. Hier steht die Kiste. Unsere Lagerkiste. Ich verstehe. Ich verstehe. Darf ich eigentlich endlich mal skillen? Oder darf ich immer noch nicht? Charakter. Warum darf ich das nicht? Warum darf ich das nicht? Gut. So Monster, da bist du hier richtig. Der macht gerade eine Inventur. Genau, eine Inventur. Mhm. Sehr schön. Da sage ich nicht nein. Und das war es aber auch schon wieder. So, ja, ich habe jetzt nächste Woche Urlaub und wollte ja eigentlich am Montag mit The Witcher 3 anfangen. Jetzt ist Freitag und ich glaube nicht, dass ich das Spiel hier bis Montag durchbekomme. Ne? Ach genau, noch eine Kleinigkeit. Das hier ist ein kleines Testvideo, in Anführungszeichen. Denn ich werde dieses Video hier ungerendert hochladen. Denn ich kann hier, wenn ihr mal guckt... Einblendeffekt, ne? Also ich werde versuchen, die ganzen Sachen, die ich beim Schneiden mache nachher, Einblendeffekt, Ausblendeffekt, Outro, einfach mit dem Stream Deck manuell während der Aufnahme einzuspielen und dann die aufgenommene Datei direkt hochzuladen. Ausnahmen sind natürlich, wenn ich irgendwelche Fehler mache, wenn ich irgendwas rausschneiden muss oder so. Aber im Normalfall passiert das ja nicht. Dann würde ich das Video einfach so 1:1 hochladen. Na, das spart mir das Rendern und dann im Nachhinein auch ein bisschen Zeit.
Meine Nase fing an zu laufen. Nein! Moment. Ups. So richtig erholt habe ich mich noch nicht. Ich sollte nicht ausatmen, während ich das Mikro anmache. Gut, so viel dazu. Habe ich mit denen schon geredet? Ich glaube nicht. Tod und Teufel, das war aber dicht am Leder. Heda, Wirt, bring Schnaps. Triss Merigold, da sollen mich doch die Läuse beißen. Du siehst bezaubernd aus. Vielleicht ein bisschen blass? Zaubern kann anstrengend sein, aber ich bin bald wieder in Form. Schön, dich zu sehen, Zottelbart. Erzählt ihr uns mal, was hier los ist. Ihr wolltet doch vor einem Monat zu Soltans Hochzeit gefahren sein. Was macht ihr hier? Ist alles den Bach runtergegangen? Vergiss die Hochzeit. Habt ihr von Foltest gehört? Gerüchte reisen schneller als der Wind. Ich würde gern die Wahrheit erfahren. Winde und Gerüchte interessieren mich nicht. Wie ist Foltest gestorben? War der wirklich ein Drache? Wer regiert in Temerien? Luft holen, Wettersporn, du verschluckst dich noch. Oh Mann, also haben die von gar nichts was mitbekommen, ja? Ist das hier eine Questantwort? Ja, dann fangen wir mal an mit dem Drachen. Der Drache? Tja, der ist dort eben aufgetaucht. Mehr weiß ich auch nicht. Wo hatten die Lavalets den denn plötzlich her? Er soll ja groß wie eine Scheune gewesen sein und für sie gekämpft haben. Drachen sind nicht für politische Parteinamen bekannt. Vermutlich hatte er einfach nur sein Gelege in der Nähe. Hättest du ihn nicht vertrieben, hätte Foltest die Burg nicht erobern können. Möglich, aber das ist Spekulation. Was ist passiert? Die Breckenricks haben die Verlobung gelöst. Irgendein Krummschwanz hat herumgetratscht, dass ich mich dem Aufstand in Wysima angeschlossen habe. Mein beinahe Schwiegervater duldet keinen Aufrührer, Banausen und Dämlack in der Familie. Wirt, wo bleibt der Schnaps? Eins nach dem anderen. Eine Woche nach dem Tod des Großmeisters kamen wir nach Mahakam. Wir kauften eine tolle Dublette für Soltan, dazu Schuhe von Giribuldi. Für Eudora einen faustgroßen Jadeit. Wir haben uns verausgabt bis auf den letzten Oren. Und Rittersporn hat mir im Etablissement Enge Pforte noch einen Junggesellenabschied ausgerichtet. Tags darauf waren wir bei den Breckenricks, plauderten ein Weilchen mit ihnen über die Überlegenheit der Bergwerkskunst von Mahakam. Dann ging's zu Tisch. Als ich schon glaubte, alle Geheimnisse des Montanwesens zu kennen, wurde die Suppe aufgetragen. Da wurde es mucksmäuschenstill und der alte Breckenrick sagte: Ein echter Zwerg arbeitet im Bergwerk und jagt nicht dem Kriegsruhm hinterher. Du wirst es nicht glauben, Geralt. Sie haben ihm Schwarzsauer serviert. Pechschwarz. Sie müssen es mit Kohle gekocht haben. Nun lasst uns essen, fügte er noch hinzu. Dann schlürfte er einen ganzen Teller von diesem Schweinefraß leer. Dieser alte Schafsbock soll sein Bergwerk doch über ihm zusammenbrechen. Ich möchte noch mal ganz kurz, das Etablissement hieß Enge Pforte. Alles klar. Okay, also gut zu wissen. Soltan, unser Zwergenfreund hier, wollte also jemanden heiraten. Das Ganze ist schiefgegangen wegen angeblich politischen Regungen Soltans, die scheinbar nicht stimmen. Seit wann arbeitest du für Roche? Als du Temerien vor dem Großmeister und seinen Mutanten gerettet hast, hat dir das niemand vorgeworfen. Ich mache dir keinen Vorwurf. Ich frage nur. Du kannst tun, was du willst, bist ja erwachsen. Jetzt übertreibst du aber. Lacht nur, lacht. Ich habe beschlossen, etwas Nützliches zu tun. Früher hast du für Redanien spioniert, jetzt tust du es für Temerien. Manche würden dich einen Verräter nennen. Von der Poesie allein kann man nicht leben. Ich bin ein Weltbürger. Solange ich nicht Kaiser M hier diene, tue ich nichts Unrechtes. Komm schon, Geralt, der spioniert ein bisschen herum, bis es ihn langweilt. Du kennst ihn doch. Loredo sagt, du hältst es mit den Scoia'tael. Stimmt das, Soltan? Du kennst mich doch, Geralt. Ich habe in meinem Leben schon dies und das getan. Aber ein Bandit bin ich nicht. Die Scoia'tael halten sich auch nicht für Banditen, wie wir wissen. Aber ich bin kein Scoia'tael.
Triss, erzähl, wer jetzt regiert. In solchen Sachen bist du Expertin. Das Land stürzt in immer größeres Chaos. Die alten Geschlechter haben einen erbarmungslosen Machtkampf angezettelt. Klingt nach Baron Kimbold und Graf Maravell. Die auch. Nach dem Mord, als Geralt im Gefängnis saß, trafen sich die Mächtigen bei der Burg der Lavalettes, um einen neuen Herrscher zu küren. Es dauerte 3 Tage. Sah eher nach Jahrmarkt aus als nach einer aristokratischen Beratung. Dieses Geschacher mit Ämtern, Posten, Einfluss und Privilegien. Menschen eben. Es gab einige Duelle, ein paar Vergiftungen, aber keinen neuen König. Stattdessen um ein Haar einen Bürgerkrieg. Oh je, also hat der Tod von Foltest für ein riesiges Chaos gesorgt, das ist ja super. Was war mit den Zauberern? Eben, wo waren die grauen Eminenzen dieser Welt, als sie gebraucht wurden? Waren nicht eingeladen, ich übrigens auch nicht. Aber die Zauberer, besser gesagt einige einflussreiche Zauberinnen hinter den Kulissen, wussten die Krönung von Graf Kimbold zu verhindern. Ich habe mal an seinem Hof gesungen. Er hat nicht bezahlt und den reinsten Schweinefraß aufgetischt. Wenn der König wird, verdufte ich aus Temerien. Ja, Rittersporn ist ein Barde, ein Hofsänger und ein sehr charismatischer. In The Witcher 3 wird er auch nochmal seinen großen Auftritt bekommen. War es wie immer oder ist was dabei rausgekommen? Es war wie immer. Die einzige Hoffnung ist Johann Natalis. Der Sieger von Brenner, Foltests Vertrauter. Mhm. Während der Beratungen war er ein paar Tagesreisen von der Burg entfernt, mit 2000 Mann unter Waffen. Er soll den Frieden garantieren, bis ein akzeptabler Monarch gefunden ist. Das Herrschen könnte ihm gefallen. Glaub ich nicht. Natalis ist Soldat. Er hat weder das Zeug zum Herrscher, noch will er einer sein. Aber er hat die Armee hinter sich. Richtig. Darum ist er imstande, Frieden zu garantieren. Einen bröckligen zwar, aber immer noch besser als Bürgerkrieg. Außerdem ist er enorm verschuldet bei der Zwergenbank, deren Haupteignerin Philippa Eilhardt ist, eine Zauberin. Oh. Ja, Philippa Eilhardt sollte jedem ein Begriff sein, vor allen Dingen auch Spieler von The Witcher 3. Dass sie aber hier jetzt schon mit der Zwergenbank was zu tun hat und schon hier Einfluss auf den aktuellen Machtinhaber hat, das wusste ich gar nicht. Schluss jetzt mit Politik. Der Mörder hatte im Turm auf Foltest gewartet, wo die Lavalettes die Kinder versteckt hatten. Er wusste gut Bescheid. Was hast du denn dort gemacht? Ich sollte den König beschützen. Seit dem ersten Anschlag hat Foltest mich als seinen Talisman betrachtet. Er befahl mich für die Schlacht an seine Seite. Dann trennte der Drache uns von der Armee. Der Königsmörder war als blinder Mönch verkleidet. Er ließ den König die Kinder begrüßen, wartete, bis ich mich ein Stück entfernt hatte und schnitt ihm dann den Hals von einem Ohr zum anderen durch. Wie konnte er entkommen? Er sprang aus dem Fenster in den Fluss, wo Jorvet Skoyatel auf ihn warteten. Alles durchdacht und vorbereitet. Und deshalb verfolgst du ihn? Weil er den König getötet hat? Man hat mich dieses Mordes bezichtigt. Von dem Verdacht muss ich mich reinwaschen. Und ich habe ihm in die Augen gesehen, bevor er floh. Er war ein Hexer. Dann erschienen die tapferen temerischen Soldaten. Ich bekam eins übergezogen und verlor das Bewusstsein. Leute! Rette sich, wer kann! Das Ungeheuer greift an! Wir sollten besser gehen. Da wirft jemand Zauber. Was bist denn du eigentlich für eine Zauberin? Hörst du nicht? Warum hast du ihm nicht geholfen? Er lebt doch. Das Ungeheuer will ihn mit sich reißen und du glotzt wie die Kuh vorm neuen Tor. Hüte deine Zunge. Also, wo ist dieses Ungeheuer? Frag die da. Geralt. Schon klar. Wir haben uns gekannt. Na prima. Gleich und gleich gesellt sich gern. Sagen wir, ich habe schon von dir gehört. Hexer,
Das Ungeheuer hätte Sosek um ein Haar auf den Grund gezogen. Willst du hier herumflirten? Du störst, er lebt noch, das Ungeheuer. Also, der hat ja jetzt wirklich nicht viel Schaden mit sich genommen, oder? Der ist zur Seite gehüpft, dann kam die Faust darunter, der Tentakel darunter gedonnert. Das war's ja schon, oder? Sah jetzt nicht so mega gefährlich für den aus. Sosek lebt und geht jetzt auch bestimmt nicht mehr unter. Vom Ungeheuer keine Spur. Nimm uns gefälligst ernst, oder es gibt bald von dir keine Spur mehr. Dieses Gefasel ist unerträglich. Verschwinde. Immer dasselbe. Um den kleinen Mann schert sich keine Sau. Verzeihung, wenn ich störe. Ich bin Ludwig Merse, Flotsams Zuständiger für Monsterprobleme. Und ich wüsste gern, ob die Herrschaften sich vielleicht des Kairans annehmen würden, einer scheußlichen Bestie im Fluss, die den kompletten Handel lahmlegt. Nun, Hexer, arbeiten wir zusammen? Üblicherweise arbeite ich allein. Aber ich war zuerst hier und trete diesen Auftrag nicht an dich ab. Also hopp oder top, wie die Leute hier sagen. Also gut, ich mach mit. Wegen der Belohnung. Bitte handelt sie mit den Kaufleuten bei den Docks aus. Die Herrin de Tankerville hat wohl schon erste Verhandlungen geführt. In der Tat. Dann will ich nicht weiter stören. Triss, wie lange soll ich denn noch warten, bis du mich vorstellst? Sheila de Tankerville, Beraterin der Königin Soleika von Kovir. Kovir liegt weit im Norden. Das stimmt. Ich hatte meine Zweifel, ob dieser Kairan eine solche Reise wert wäre. Aber nach dem heutigen Auftritt bin ich überzeugt davon. Suchst du hier Ingredienzen? Triss Merigold, scharfsinnig wie immer. Ihr dachtet an... Trollaugen, Ghoulgift, Jungfernblut. Alles grässliche Wundermittel, die man von aussterbenden Gattungen extrahiert. Wir werfen sie zum Sabbat in den Kessel. Stimmt's, Triss? Absolut. Jungfrauen sind eine aussterbende Gattung. Immer noch einen Witz wie ein Rasiermesser. Aber Scherz beiseite. Hast du diesen Tentakel gesehen? Was hältst du davon? Das Vieh muss riesig sein. Bestimmt hat es in einem Zufluss des Ponta gehaust. Jetzt ist es ausgewachsen und braucht neue Jagdgründe. Da freut es sich über ganze Barken voll fetter Kaufleute. Cedric sagt, der Kairan sei vor etwa einem Monat aus den nördlichen Sümpfen gekommen. Cedric? Ein Elf und ehemaliger Skoyatel. Seltsamer Kauz, aber er weiß allerhand über die Gegend und das, was darin so lebt. Ich muss mich umschauen und ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Hexernachforschungen? Geheime Rituale? Mehr oder weniger. Ich rede mit den Kaufleuten über die Belohnung, besuche Cedric und melde mich dann. Du findest mich im Wirtshaus. Dort habe ich im ersten Stockquartier bezogen. Dort ist ein Bordell. Danke für die Warnung. Ich habe das Gefühl, dass die beiden sich nicht so richtig mögen. Machen wir uns besser an die Arbeit. Sagte immer, mach eine Lehre, Maurer oder so. Sprich mit Cedric, der Kairan. Ja, der Kairan ist so die große Quest, die uns hier in Flotsam begleiten wird. Sprich mit den Kaufleuten am Ufer. Es ist schon cool, oder? Es ist halt wirklich was anderes als The Witcher 3. Da muss man sich dran gewöhnen, das ist nicht mehr das Gleiche. Hier ist alles eben ein bisschen mehr ins Detail. Ne? Es geht sich mehr ins Kleine, nicht diese riesigen Monsternester und so ein Zeug, sondern wirklich einfach mal ein riesiger Kairan, der uns jetzt stundenlang beschäftigen wird. Hat jemand was gesagt oder war das ein Furz? Das war mein Furz, wenn du es genau wissen willst. Aus des Zöllners. Ja, der muss ja ganz besonders an der Beseitigung des Kairans interessiert sein, oder? Aber warum kann ich nicht skillen, Mann? Das wüsste ich mal gerne. Hier ist es aber ganz schön finster drin. Es liegt nicht an euch, jetzt sehe ich auch wieder was. Okay. Wie so ein Horrorspiel. Ja, es ist schon cool. Das Spiel, das hat schon was. Kann man nicht anders sagen. Also wenn das gut klappt mit dem direkten Hochladen, wäre das für mich eine große Erleichterung. Jetzt hat sich die Farbe auch angepasst. Weil ich dann nicht mehr rendern müsste. Ich würde dann nur noch Kleinigkeiten rendern.
und würde mir dann quasi pro Video die 1,5 Stunden Rendern sparen und das wäre richtig gut. Vorausgesetzt, es geht nicht schief und ich muss nichts schneiden. Was hältst du von Loredos Vorschlag? Ich glaube, das sind nicht die Kaufleute am Fluss, oder? Und was jetzt? Noch gar nichts. Aber danke der Nachfrage. Bist ein Klugscheißer, was? Die sind aber echt alle gut drauf hier, ne? Wobei, so als Hafenarbeiter lebt es sich wahrscheinlich auch nicht so toll. Sprich mit den Kaufleuten am Ufer. Machen wir das mal. Hallo, bist du eine Kauffrau? Sei gegrüßt. Wohl eher nicht. Psst, Weißkopf. Ich habe einen Vorschlag für dich. Sei gegrüßt, Weißkopf. Ich suche nach einer bestimmten Rezeptur und du könntest mir dabei helfen. Ich bin kein Kräuterkundler. Ich weiß, wer du bist. Ich sag's direkt. Du bekommst ein stattliches Säckel Orins dafür. Klingt nicht schlecht. Was müsste ich denn tun? Ein Ladenbesitzer hat die Rezeptur, die ich will. Warum gehst du da nicht einfach zu ihm? Er handelt mit Räucherwerk. Eins davon ist sehr begehrt. Ich glaube aber, dass es sehr schädlich ist und brauche die Rezeptur, um das zu beweisen. Das ist dem Lumpen klar. Entsprechend bewacht er sie. Du als Hexer kennst ja einige Kniffe. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Geruch von Weihrauch. Beschaffe das Rezept für die giftige Reihe Rauchstäbchen. Da bin ich natürlich voll dabei, denn giftiger Weihrauch sollte nicht verkauft werden. Ne? Okay, und wer sind jetzt... Haben wir wieder so viele Quests, ne? Sigi pflegte abends vor der Schenke zu stehen, um dort suchte Geralt ihn schließlich auf. Das machen wir jetzt einfach mal zuerst, okay? Dass wir erstmal den Fight Club abschließen mit dem letzten Kampf. Und danach reden wir mit den Kaufleuten. Auch immer die sich aufhalten. Der Hexer Geralt? Auch bekannt als der Weiße Wolf? Ja, man verwechselt mich oft mit den Einheimischen hier. Thala meinte schon, dass du boshaft wärst. Thala schickt dich? Naja, ich hab hier was zu erledigen und da bat er mich, dir dieses Paket und eine Botschaft zu überbringen. Du hast eine Botschaft von Thala? Ich zitiere wörtlich. Bei allem, was du tust, höre auf Roche. Der ist verflucht nochmal ein Patriot. Die Geier kreisen schon über Foltests Leichnam. Aber ich komme zurecht. Mach die Dreckskerle fertig. Postskriptum? Aber im Schloss hast du Mist gebaut. Gib mir das Paket. Hier, bitte. Endlich bin ich's los. Aus mir wäre kein guter Agent geworden. Viel zu nervös und redselig. Mach's gut, ich hab noch zu tun. Du hast eine Botschaft von Thala? Ich zitiere. Wer ist denn jetzt Thala nochmal, Leute? Bei allem, was du tust, höre auf Roche. Der ist verflucht nochmal ein Patriot. Die Geier kreisen schon über Foltests Leichnam. Aber ich komme zurecht. Mach die Dreckskerle fertig. Postskriptum? Aber im Schloss hast du Mist gebaut. Thala. Ein Hehler im Tempelbezirk von Vysima. The Witcher 2. Ja, okay. Also es ist quasi ein kleines Easter-Eckchen, ne? Also in The Witcher 1 hat man viel mit Thalan zu tun und hier in The Witcher 2 gibt es dann hier quasi dieses Paket als Anekdote an Thala aus The Witcher 1. Leb wohl. Grüß Thala von mir. Mach ich. Okay, danke. Cool. Hey, Hexer! Bist du Geralt von Riva, Herr? Wer will das wissen? Ich danke dir für das, was du vor der Burg der Lavalettes getan hast. Du hast meine Familie gerettet.
Bitte nimm diese kleine Gabe an. Ich kann das nicht annehmen. Aber... Grüß mir deine Familie. Wehe den Besiegten. Ach, das waren die, die in einem Haus waren wahrscheinlich, ne? Was abgebrannt ist. Ich verstehe. Oh, hier ist ja richtig was los auf dem Marktplatz. Du solltest mehr beten. Eine Sache lässt genau. Was gibt es noch? Guten Tag. Ich möchte mir kurz die Waren ansehen. Entschuldige die Neugier, aber sollst du nicht den Kairan umbringen? Ich habe diesen Ort so satt. Und dann heben sie endlich die Blockade auf. Sei gegrüßt. Ich bin Fioravanti, Händler. Loredo lässt die Händler erst frei, wenn's ihm passt. Offenbar braucht er euch. Wozu denn, verdammt? Will er eine internationale Messe abhalten? Ich bin König Demavents Untergebener und sage dir... Demavent ist tot. Kommen wir jetzt zum Geschäft, wenn's recht ist. Etwas gemein, oder? Hast du zufällig... Reifstein... Ich bräuchte Silbererz, Eisenerz, kein Silbererz. Tagsüber plärren die Belger, nachts stöhnt der Alte. Und wie ist das Landleben? Was eine gute Idee nach Edwin. Wie schön das alles aussieht, ne? Wo die Liebe hinfällt. Boah, ich muss schon die ganze Zeit noch husten, ey. Ich hoffe, ich vergesse mich nicht, mich stumm zu machen. So, abends sollen wir hier also warten, ja? Machen wir das mal eben. Zack, zack. Nee, so. Meditation. Zeit abwarten. Abenddämmerung. Und ich erst. Vielleicht braucht uns einer was. Ach, hier, das sieht mir nach dem Weihrauchhändler aus, oder? Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Ich brauche die Rezeptur für eines deiner Räuchermittel. Ich habe hier gut 200. Es ist das, was sich am besten verkauft. Mir ist ein saftiger Preis für die Rezeptur deiner Mischung geboten worden. Angeblich ist sie schädlich. Unsinn. Bisher hat sich noch kein Kunde beklagt. Und meine Rezeptur verrate ich niemandem. Ich könnte dir die Rezeptur einer ähnlichen Duftmischung geben. Dann bekommst du deine Belohnung und ich behalte mein Geheimnis. Ich zähle jetzt bis 5. Wenn ich dann nicht die echte Rezeptur habe, machst du Bekanntschaft mit einem der Freunde auf meinem Rücken. 1, 2... Warte, vielleicht werden wir uns ja einig. 3... Ja doch, ich geb sie dir. Da hast du sie. Bist du nun zufrieden? Okay, nee, wenn das wirklich giftig ist und Leute dadurch sterben könnten, dann will ich natürlich die richtige Rezeptur haben. Das erklärt sich ja von selbst. Hier sehe ich aber jetzt noch keinen Fight Club-Typen. Richtig, das heißt, wir werden mal ein bisschen länger meditieren. Zack. So, Entschuldigung, ich komme dauernd ans Mikrofon. Zeit abwarten. So. Der Typ. Auf wen fällt denn da Sigi Königs Blick? Hast du dir die Sache überlegt? Jo. Ich bin bereit. Unterwegs erkläre ich dir alles. Jetzt rede. Weißt du, wofür Flotsam berühmt ist? Für gar nichts. Da irrst du dich. In Pontartal gibt es nur 2 Städte, die einen Besuch wert sind. Bonda, wegen der hübschesten Mädchen im ganzen Norden. Und Flotsam, weil dort die besten Kämpfer organisiert werden. Wer organisiert sie denn? Offiziell keiner. Aber wenn man sich gut umschaut, findet man Erstaunliches. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Ich setze auf meine eigenen Kämpfer. Ich habe dich ausgesucht. Geld oder Leben. Du wirst es nicht bereuen. Und er? Halt! Erkennst du Sigi König nicht? Dich kenne ich, aber der andere? Der sieht gefährlich aus. Wie alle Kämpfer von Sigi König. Der Bauer, den du neulich angeschleppt hast, wurde nach einer Viertelstunde völlig demoliert wieder rausgetragen. Diesmal ist es anders. Wart's ab.
Der Kommandant höchstpersönlich wird ein Vermögen auf ihn setzen. Na schön, ich kann ihn durchlassen. Aber seine Waffen bleiben hier. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Waffen nicht brauchen, oder? Von mir aus. Schon bist du ein reicher Mann. Deine Sachen warten in der Kiste am Tor auf dich. Loredos Residenz. Höchstpersönlich. Erlaubt er die Kämpfe? Erlauben? Er organisiert sie. Hier werden Riesensummen gesetzt. Ich hatte zuletzt ein bisschen Pech, aber du wirst die Leute daran erinnern, wer Sigi-König ist. Enttäusch mich ja nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die Aufgabe beim letzten Mal gemacht habe. Wir müssen uns hier nachher nochmal durchschleichen, oder? Klopf ihn durch! Sigi der Narr ist zurück. Und was für eine Rückkehr. Mein Kämpfer wird mächtig von sich reden machen. Der Ungeheuer-Töter? Wie hast du denn den zu dieser Prügelei überredet? Sigi-König hat seine Mittel. Das klingt spannend. Wir machen Flotsam berühmt für seine Faustkämpfe. Sie werden Lieder von Sigi und Geralt singen. Gewinn du nur. Ich kümmere mich um den Rest. Bist du bereit? Ich bin bereit. Großartig. Du wirst mich noch auf den Schultern tragen. Dein erster Gegner ist der Trockner. Sie nennen ihn so, weil er sämtliche Säfte aus seinen Gegnern frischt. Vielleicht macht er sich gleich nass. Gib's dem Arsch! Lass dich nicht unterbuttern! Klopf ihn durch! Lass dich nicht unterbuttern! Dem hast du die Gesichtszüge neu sortiert. Wer ist der Nächste? Mitko Einschlag. Normalerweise reicht ein Schlag von ihm aus. Aber ich weiß ja nicht, ob ich Lust hätte, mich mit Geralt zu schlagen, um ehrlich zu sein. Bin auf den zweiten gespannt. Viel Glück. Oh je. Gib's dem Arsch! Lass dich nicht unterbuttern. Klopf ihn durch. Du bist die Entdeckung meines Lebens. Wir sind also füreinander geschaffen. Und ob? Aber vor uns liegt noch ein langer Weg. Dein nächster Gegner ist Schniegel, der Franzenschwanz. Nicht so beliebt? Trägt gern Kleider mit Troddeln. Letzten Monat hat er seinem Gegner ein Ohr abgebissen. Mike Tyson, oder wie heißt er nochmal, der Boxer? Na gut. Dann mal her mit dem Franzenschwanz. Lass dich nicht unterbuttern. Die Timings werden knapper. Gib's dem Arsch! Lass dich nicht unterbuttern! Klopf ihn durch! Noch ein einziger und wir sind reich und berühmt. Wer diesmal? Stanek. Es braucht 4 Leute, um ihn umzuhauen.
oder ein Geralt. Den schaffe ich mit links. Unterschätze ihn nicht. Ach, Entschuldigung, Leute. Hexe, tritt näher. Großartige Technik. Danke. Der letzte Kampf steht bevor. Und alle setzen auf den Favoriten. Auf dich. Außer mir. Was willst du, Loredo? Stanek muss gewinnen. Dann sind wir die wahren Gewinner. Ein Drittel des Einsatzes gehört dir. Das ist kein Vorschlag. Ich verstehe. Du bist ein Betrüger. Deine Meinung interessiert mich nicht. Du sollst den Kampf verlieren. Verschwinde, alter Mann. Nee, danke. Wir spielen ehrlich hier. Den alten Mann braucht man vier? Na, Mönchskutte, Riddy? Gib's dem Arsch! Wir machen mal fertig hier. Shit. Klopf ihn durch. Einmal verdrückt. Gib's dem Arsch! Ich würde mich halt niemals freiwillig verprügeln lassen. Bezahl. Da hast du dein Geld. Die Wachen bringen dich zum Tor. Das wirst du bereuen. Kleine Nase hat's ja gesagt. Gewonnen. Gib mir, was mir zusteht. Zuerst das Vergnügen. In jeder Kneipe freie Runden. Ganz zu schweigen von den Mädels. Bumst sie für mich mit. Okay. Wow, geschafft. So, ganz kurz Charakter. Nee, doch nicht Charakter. Ganz kurz Inventar. Wer ist mein Schwert? Ich? Geld oder Leben? Und er? Er sagt, ich hab hier was für dich. Danke, ich wollte schon fast sagen. So. Teufelskerl. Und? Okay, wir meditieren wieder. Kamera mal eben an. Zeit abwarten bis Morgendämmerung. Dann können wir hier wahrscheinlich bei ihm das Rezept schon mal übergeben, oder? Keine faulen Tricks, verstanden? Und? Hast du die Rezeptur? Hab ich. Zeig her. Da hast du die Rezeptur. Sehr gut. Bevor du dein Geld bekommst, muss ich im Labor prüfen, ob es auch die echte ist. Verdenk mir meine Vorsicht nicht. Tu ich nicht. Gib mir nur die Rezeptur zurück. Also schön. Dann gehen wir eben gemeinsam. Ich warte am Markt neben dem Eingangstor auf dich. Alles in Ordnung? Alte Nervensäge. Triff dich am Tor zum Marktplatz mit dem Gelehrten. Okay. Draußen. Will aber nicht rausgehen. Wir gehen mal nochmal zum Schmied. Ich hätte schon ganz gerne ein Silberschwert irgendwie. Geralt. Meister, seht doch, wer uns beehrt. Er hört mich nicht, der Titan der Schmiedekunst. Besessen von der Arbeit. Wie geht's denn, Hexer? Nette Werkstatt. Ach, sie ist ganz gewöhnlich. Aber danke für das Kompliment. In des Meisters Namen und dem meinen. Was kann ich für dich tun?
Ja, was herstellen. Aber erstmal kaufen. Laden Geralt. Geht andersrum, ne? Das hier ist der Laden. Silbererz. War es sehr teuer? Ich habe nicht hingeguckt. Egal. Berthold! Was kann ich für dich tun? So. Extra Silberschwert, exzellente Lederhose. Herstellen. Und exzellente Lederhose. Habe ich das Schwert jetzt zweimal hergestellt? Bin ich so doof? Nee, ne? Moment mal. Ein Schwert gegen Monster, Quest abgeschlossen. Hätte ich wahrscheinlich auch erst später machen sollen, ne? Hab's echt zwei davon gemacht. Das ist. Oh. Ja, das ist ein schickes Silberschwert. Was kann ich für dich? Und der Soundtrack, ne? Da traut man sich gar nicht zu reden. So, unsere Hose. Heliotrop Wirkungsdauer, Bonus Zeichenschaden. Und die Exzellente hat halt Rüstung plus 1 und ist damit interessanter. Was kann ich für dich tun? So, jetzt können wir erstmal verkaufen. Das Silberschwert leider, die Keule. Na, die behalten wir mal. Okay, cool. Damit haben wir unser Schwert hergestellt. Bevor wir jetzt draußen mit dem Typen reden, Tagebuch, würde ich ganz gerne erst mit den Leuten reden. Kairan. Sorry. Tagebuch. Hexer steckt sie alle flott zusammen. Hab ich noch nicht gegen alle gewonnen? Die Götter mögen dich segnen. Bist du der Hexer? Der bin ich. Dann musst du etwas gegen dieses böse Treiben unternehmen. Dieser Strolch verkauft ungestraft Gift in seinem Laden. Ich dachte, er verkauft Räucherwerk. So nennt er es. Aber die Leute werden süchtig danach und verlieren den Verstand. Wie bei Fistig. Du musst unbedingt erreichen, dass der Laden geschlossen wird. Wenn du das schaffst, werden die Einwohner von Flotsam dich reichlich belohnen. Ich rede mal mit dem Händler. Das haben wir doch. Das ist ja so halb die gleiche Aufgabe, oder nicht? Willkommen in. Es heißt, eine deiner Räuchermischungen sei eine starke Droge. Eine Droge? Bei mir? So einen Blödsinn habe ich ja noch nie gehört. Eine gewisse Dame sagte, es wirkt wie Fistech. Wer weiß, was auf die Dame sonst noch wie Fistech wirkt? Irgendwie glaube ich dem nicht. Ich weiß, dass etwas daran nicht normal ist. Ja, da hast du recht. Ich stelle seit Jahren Räuchermischungen zusammen. Das war doch einfach nur ein Duft. Wie kann ich ahnen, dass die Leute anfangen, sich damit zu vergiften? Außerdem, ich kann es ihnen ja nicht verbieten. Morgen komme ich mit Loredo wieder. Ist ja gut, schon gut. Ich mache den Laden zu, aber ich flehe dich an. Sag Loredo nichts. Ah, der hat ja schon mutwillig das weiterverkauft. Oh, es ist zu. Er ist echt zu.
Das ist ja krass. Aber er hat wirklich mutwillig weiter die Drogen verkauft, obwohl er wusste, dass es giftig ist und Leute dadurch vielleicht auch sterben. Ne? Also er hätte schon was dagegen tun können. Ich sehe, du hast es geschafft. Ich danke dir im Namen Flotsams. Hier ist deine Belohnung. Dankeschön. Gern geschehen. Unter mir jetzt ein Händler oder was? Ich verstehe diese Markierung nicht. Nee. Hier drin? Das ist so das Wirtshaus, oder nicht? Ja. Hast du auch am Sack weiße Haare? Das kann's nicht sein. Es fehlt ja angeblich auch noch ein Kämpfer. Rosch! Geralt, was ist denn? Wir sind in Flotsam angekommen, haben den Mörder gesehen, haben uns mit so ziemlich allen angelegt. Was nun? Da sich der Königsmörder in der Obhut Jorvetz befindet, müssen wir sie beide fassen. Nach Elfen im Wald zu suchen, heißt so viel wie den Tod zu suchen. Wir nehmen Loredos Einladung an. Er mag ein dumpfer Trottel sein, der an der Spitze eines Haufens Nieten steht. Aber es ist sein Terrain. Er könnte uns noch nützlich sein. Du bist der Anführer von Foltests Spezialkräften. Und der Kommandant einer temerischen Garnison schert sich einen Dreck um dich? Nur zu deiner Information. Die blauen Streifen sind beim gemeinen Volk nicht gerade beliebt. Das geht allen so, die dreckige Arbeit verrichten. Aber Loredo ist selber Soldat. In so ein Loch im Grenzgebiet schicken sie immer das übelste Gesindel. Unfähige Idioten, die sich vor dem dreckigen Pöbel mit ihrer Macht brüsten. Ein völlig abgeschiedenes Städtchen von Scoia'tael bedrängt. Du fühlst dich sicher ganz in deinem Element, Rosch. Flotsam ist nicht irgendein Städtchen, Geralt. Sieh mal. Temerien, Redanien, Kedwin und Edirn. Die größten Königreiche des Nordens. Und was verbindet sie? Das Pontartal. Ein Stück Land, um das sie sich seit Generationen streiten. Genau. Und hier haben wir Flotsam, im Grenzgebiet von Temerien und Edirn. Und Kedwin, das jenseits der Moore auf Lauer liegt. Am äußersten Rand des Pontartals. Wie mit Gewalt zwischen alle hineingequetscht. Hier treffen die wichtigsten Handelsrouten zusammen. Jede Karawane muss durch Flotsam durch. Jeder, der hier mit seinem Boot den Fluss entlang will, muss Loredo Tribut entrichten. Angeblich hat Hänsel schon eine Armee beisammen und rückt nach Vergen vor. Bald steht das Pontartal in Flammen. Und wir, Geralt, sitzen in Flotsam, dem Schlüssel zur Region. Ich würde gern glauben, dass das alles Zufall ist und der Mörder nur den Eichhörnchen hierher gefolgt ist. Glaubst du auch an Ammenmärchenhexe? Ja, also liegt Flotsam und das Pontartal im Nachhinein genau in der Mitte aller Königreiche und ist quasi die Schnittstelle der Handelsrouten. Das ist ja sehr gut, dass wir genau hier sind, wenn indirekt gerade Krieg um die Nachfolge von Foltest ausbricht. Super. Bis später, Rosch. Ja, bis später, Rosch, genau. Ich kenn dich, du willst sicher reden. Worum geht's? Erzähl doch, wie das mit Foltest war. Willst du die Version hören, die es noch nicht bis nach Flotsam geschafft hat? Der König starb unter geheimnisvollen Umständen. An seinem Leichnam stand der Hexer Geralt mit einem blutbefleckten Schwert in der Hand. Hast du ihn umgebracht? Was immer du sagst, es bleibt unter uns. Der Mörder floh, bevor ich ihn erwischen konnte. Jemand hat mich reingelegt. Was hast du jetzt vor? Blindlings um dich schlagen und hoffen, dass es mal den Schuldigen trifft? Das muss ich gar nicht. Der Mörder ist hier, bei den Scoia'tael. Er weiß, dass ich hier bin. Wir werden uns schon finden. Geralt, ich flehe dich an. Mach nichts Unüberlegtes. Wenn Loredo Wind davon bekommt, dass man dich verdächtigt. Deshalb müssen wir mit Loredo auch vorsichtig sein, was wir natürlich gerade bei dem Faustkampf ein bisschen vergeigt haben. Du hast Vernon einen Bericht über Flotsam geliefert. Was ist dir Ungewöhnliches aufgefallen? Im Freudenhaus haben sie wunderbare Mädchen. Eine hat sogar... Du weißt, was ich meine. Ein Ort wie jeder andere. Hafen, Wirtshaus, eine stinkende Flusskloake. Aber wir Poeten schauen auch in die menschliche Seele. Und da sieht es nicht gut aus. Ich war Zeuge eines Diebstahls, begangen von Wachen, den Hütern des Gesetzes. Sie stahlen Waren und verhöhnten die Opfer lautstark. Ein andermal haben Straßenräuber eine Elfin geschlagen, ohne dass jemand eingriff. Ich weiß, so ist es überall, aber hier geht es nicht mehr nur um Hass. Die Leute werden getrieben von kalkulierter Gier.
Sie suchen nach einem Vorwand, um sich zu bereichern. Klingt aber schon fast typisch für Menschen, oder? Um das mal böse zu sagen. Ich brauche Informationen, die mich auf die Spur des Königsmörders bringen. Ich kenne nur die Gerüchte, die seit Demavents Tod im Umlauf sind. Leute verdächtigen jeden, ob Elf, Nilfgaarder oder Riva. Lass mich raten, auch serikanische Alchemisten und Halblinge sind in die Sache verwickelt. Bekommt man auch zu hören, aber der Pöbel geht noch weiter. Weißt du was? Das Furchtbarste an den Anschlägen ist das Durcheinander in den Köpfen der Menschen. Was meinst du damit? Das Chaos. Die Leute wissen nicht, was sie denken sollen. Wer gut ist, wer schlecht. Wer weiß, was als nächstes kommt. Ah, es ist, man muss sich das ja auch mal ein bisschen vorstellen. Dass hier gerade die Könige nacheinander weggenatzt werden. Der eine auf seinem eigenen Schiff geköpft, der andere, also dem anderen die Kehle durchgeschnitzt von seinem eigenen Leibwächter nach aktuellem Stand der Dinge. Ich meine, Geralt war es nicht, das wissen wir ja, aber ja, sieht schon nicht so gut aus, ne? Ich meine, wenn er mal so Richtung England guckt oder sowas, ne? In der heutigen Zeit sterben ja Präsidenten, Monarchen nicht mehr einfach so. Und hier sterben die quasi gerade wie die Fliegen. Und das verunsichert natürlich die ganzen Leute. Was pfeifen die Spatzen so von den Dächern? Und was singen die Poeten? Edirne hat ein Problem. Hänsel steht mit einer Riesenarmee am Ponta. Ein Angriff steht kurz bevor. Der letzte Krieg ist lange her. Er liebt es, mit Zinnsoldaten zu spielen, wie alle kleinen Jungen. Aber Catelyn wird sich schwer tun. Die Grenze bewacht schließlich Saskia, die Drachentöterin. Was ist das für eine? Eine Söldnerin? Eine Bäuerin. Selbsternannte Generälin einer Art Freiwilligenarmee Edirns. Die Frauen greifen zu den Schwertern, die Barden kümmern sich um Politik. Was für Zeiten. Ich möchte anmerken, dass Saskia einer der coolsten Charaktere des ganzen Spiels ist, meiner Meinung nach. Mir blitzen manche Erinnerungen auf, Rittersporn. Woran erinnerst du dich denn? An meinen Tod. Den habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie ich schon mehrfach erwähnte. Yennefer opferte sich, um dich zu retten. Ich meinte die Zeit danach. Wie ist es möglich, dass du jetzt lebendig hier bist? Ich kann dich hören und sehen. Du atmest. Meine Güte, du bist am Leben. Meine Erinnerungen kehren langsam zurück, Rittersporn. Ich weiß noch längst nicht alles. Na gut, die wilde Jagd, ne? Ich sag's nochmal zu Witcher 3, Wild Hunt, das wird dann im dritten Teil hauptsächlich thematisiert. Wen haben wir hier noch? Sultan, Triss hatten wir schon. Sultan. Seht mal. Schön, dich zu sehen, Sultan. Was machst du hier eigentlich? Frag lieber nicht. Das Leben ist beschissen. Da rackert man sich 6 Jahre lang ab, hört dem Geschwätz von Breckenricks zu, kauft dem Weib Juwelen. Sie hat die Verlobung gelöst. Und ich, Trottel, habe Gesellschaftstänze eingeübt. Scheiß drauf, vorbei ist vorbei. Eudora, die Schmiede in Novigrad und alle Breckenricks der Welt können mir gestohlen bleiben. Ich werde wieder Kaufmann. Das ist aber eine drastische Schlussfolgerung. Was machst du hier am Arsch der Welt? Zurzeit schleife ich Edelsteine für Sheila de Tankerville. Präzisionsarbeit, sehr gut bezahlt. Schmuck? Eher nicht. Die Zauberin bastelt gerade an einem Apparat. Den ganzen Tag schraubt sie daran rum. Aber es will nichts Rechtes dabei rauskommen. Sie war letztens so wütend, dass sie eine Vase gegen die Wand schmiss. Die Zauberinnen sind vielleicht heißblütig, sage ich dir. Hm. Gibt es hier einen guten Waffenschmied? An der Stadtmauer gibt es eine kleine Schmiede, recht primitiv ausgerüstet. Aber du kannst dort eine Waffe reparieren, dein Schwert mit einem Runenzeichen versehen oder deine Rüstung verzieren lassen. Pass auf, dass du nicht aussiehst wie Rittersporn bei der Eröffnung eines neuen Puffs. Sieh dich unter den Händlern um. Vielleicht hat Loredo noch nicht alles weggeklaut. Das ist aber auch wieder gemein, oder? Wobei Rittersporn natürlich schon echt sehr, pompös aussieht. Hast du von einem gewissen Cedric gehört? Ob ich von dem gehört habe? Gesoffen habe ich mit ihm letzten Samstag. Kaum nach Hause gefunden habe ich. Wo finde ich ihn? Der starrt tagelang von einem Hochsitz bei Bindegarn auf den Wald. Komischer Kauz. Hat aber einen harten Schädel. Ich danke dir. Okay.
Moment. Wie steht's mit deinen Muskeln, Sultan? Hart wie Stierhoden. Armdrücken ist bei den Zwergen Volkssport. Das müssen wir irgendwann mal ausprobieren. Wir können jetzt sofort. Zeig mal, was du drauf hast. Ganz ehrlich, Sultan, wenn du verlieren willst, das geht sofort. Das ist aber sehr klein geworden. Du hast ja Pfoten wie Schraubstöcke. Einfach war es nicht. Du musst es mal gegen meine alten Kumpel Japen und Schelden versuchen, wenn du sie triffst. Die werden staunen. Aber jetzt trotzdem nochmal. Ich habe hier ja irgendwie die eine Quest noch offen, oder? Moment mal. Der Fächer, aber nun war nur noch einer übrig, der stärkste von allen Bartschute aus Windegarn. Aber unten war doch keiner mehr, den wir noch besiegen konnten, oder bin ich blöd? Hast du noch nicht genug, Brüderchen? Kämpfe außerhalb des Turniers. Legen wir die Einsätze fest. Wie sieht's aus? Bin bereit. Meine Herren, der Tanz ist... Das ist jetzt Bart Schurte hier, oder? Probieren wir es einfach mal. Ja, finde Bart Schurte und fordere ihn heraus. Hört sich so an, als wäre das nicht. Finde ihn. Verdammt! Nun warte doch, bis er aus der Deckung kommt! Schön ausgewichen! Verdammt! Nun warte doch, bis er aus der Deckung kommt! Polier ihm die Fresse! Ich scheiß mich ein! Ja, das fand ich Bart Schute. Okay, dann müssen wir den wahrscheinlich gesondert irgendwo finden. Gut, machen wir erstmal eine Pause. Wie gesagt, versuchen wir das Video jetzt, ohne es zu rendern, hochzuladen. So als aufgenommene Datei. Ne? Ich nehme eh eine MP4 auf. Ich weiß, das ist riskant, weil man die Videos nachher nicht wiederherstellen kann. Aber wenn ich das eh so aufnehme, dann kann ich ja eigentlich rein theoretisch auch direkt das Video hochladen, weil ich konvertiere momentan MP4... in MP4 und das ist ziemlich schwachsinnig. Das ist hier die ach sag mal schnell hier, Tankerville da oben, der grüne Punkt. Wir können quasi nach grünen Punkten suchen. Das sind glaube ich Questtypen. Hier links zum Beispiel, da müsste. Wusste ich doch, dass es sich lohnt, in dieses Drecksloch zu kommen. Volltests, Mörder, höchstpersönlich. Wie geht's denn so? Was macht die Gesundheit? Kann nicht klagen. Freut mich. Aber schau, der Weg nach Vysima ist lang. Ich habe keine Zeit zu verplaudern, nachdem ich dich schon so lange suchen musste. Gute Reise. Grüß Vysima. Hör mal, du Kaspar, lebendig bist du zwar mehr wert, aber im Zweifelsfall bin ich auch mit einem toten Hexer zufrieden. Such's dir aus. Versuch doch mal, mich umzubringen. Wirf dein Schwert weg, sonst garantiere ich für nichts. Komm her, wenn du mich haben willst. Das ist der Gesuchte. Männer, packt ihn! Okay, stopp. Wo erstmal Ken, sonst geht hier gar nichts. Ken. Los, keine Angst vor Hexermagie. Ich habe einen Schildkrötenstein. Das ist der Gesuchte. Oh, scheiße, das kann nicht wahr sein. Was geht denn hier vor? Ich weiß es auch nicht, meine lieben Bürger. Auf die Anderlinge! Scheiße.
Will ich wissen, wo der letzte Speicherpunkt war? Will ich das wirklich wissen? Der lädt schon so lange. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut, wenn er so lange lädt. Ah, er hat das innen drin nicht gespeichert. Die Dialoge im Nachhinein. Warum macht er denn vor so einem Dialog da draußen keinen... Ich frag mich. Geralt. Wir sind der Sicht nach. Wir nehmen... Nur zu... Das geht in so ein... Timmy, das... Genau. Am Ost... Wie mit... Ihr Trepp angeht, weil... Ich würd... Glaubst... Bis später. Na, ich klick mal schnell das durch, damit ich weiß... Ich... Dass ich das alles schon mal gemacht habe, ne? Damit das, damit ich das nicht nachher alles doppelt mache und das alles durchlaufen lasse. Was? Das? Eine Bot? Ja, tut mir leid, ne? Das ist jetzt ein bisschen doof, aber ich wusste nicht, dass da jetzt an der Wegecke der schwerste Kampf des Spiels bis jetzt wartet. Ach, ich mag Triss, Leute. Schön, dich zu sehen. Was? Darak. Ich... Sie war. Machen wir es auch direkt. Aha. Ich kann jetzt zur Unterhaltung nächstes Mal die Webcam anmachen. Ich habe das Keylight aber aus. Moment, ich schaff das. Alles gleichzeitig. Zack. Nein. Oh mein Gott. So. Okay, jetzt mal ein bisschen spannender hier. Wie das auch immer kleiner wird, ne? Habt ihr jetzt meine karierte Hose hier gesehen, ne? Du hast ja Pfoten wie Schraubstöcke. Du musst. So. Den Kampf haben wir auch gewonnen. Super. Und auf der Jagd wie eine Katze. So, wo war der Kampf jetzt? Da vorne an der Ecke. Wo ist der? Wirft, komm. Das ist der Gesuchte. Männer, packt ihn. Auf die Anderlinge. Okay. Los, keine Angst vor Hexermagie. Ich habe einen Schildkrötenstein. Okay. Er ist eine Menge wert. Pass bloß auf. Das ist der Gesuchte. Männer, packt ihn! Shit. Ja, Ken ist halt wirklich hier jetzt unser Retter schlechthin, ne? Los, keine Angst vor Hexermagie. Ich habe einen Schildkrötenstein. War ja so notwendig, ihr Idioten. Haftbefehl. Haftbefehl. Hiermit wird allgemein bekannt gegeben, dass der Hexer Geralt von Riva sich des Kapitalverbrechens des Regizids an Foltest, König von Temerien, schuldig gemacht hat. Als Mörder und Verräter ist Geralt von Riva des Todes durch das Feuer verurteilt. Seine Festsetzung und Auslieferung an die zuständigen Behörden wird mit einer großzügigen Summe belohnt. Wer den Kopf des Delinquenten bringt, soll die hälftige besagte Summe erhalten. Auch verlässlich verifizierbare Informationen über den Aufenthaltsort des Kriminellen werden vergütet. Vorsicht, der Hexer ist bewaffnet und gefährlich.
das Spiel stürzt nicht mehr ab. Es scheint wirklich jetzt gefixt zu sein. Gut, wir machen jetzt eine Pause. Wir müssen die Kaufleute am Hafen finden. Auch wenn ich noch. Oder müssen wir mit Cedric reden? Ist das die Lösung? Weiß es nicht genau. Hier ist auch eine blaue Markierung. Ist das der Kaufmann vielleicht? Gut, machen wir hier beim nächsten Mal weiter und reden mit dem Typ da vorne, der blau markiert wird. Und beim nächsten Mal werden wir dann auch vor die Tore von Flotsam gehen und dort dann mit Cedric reden. Ich meine, der ist nämlich vor Flotsam auf dem Turm oben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es scheint ja zu gehen vom Hals her, aber ich muss dann eben nur immer wieder mich stumm machen, Nase putzen und sowas. Aber das bekommen wir hin. Vielen Dank fürs Zuschauen bei The Witcher 2 und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt muss ich mal den Ausblendeffekt manuell machen, ja? Also, erstmal, ne? Kamera weg. So. Mach ich das Killett schon mal aus. Und bis zum nächsten Mal. In den Hintern kneifen, aber kein Trinken.